Die Ägypter sind dafür berühmt, dass Katzen in ihrer Kultur eine wichtige Rolle spielten und regelrecht von ihnen verehrt wurden. Von Löwen und Leoparden bis hin zu den kleinen Katzen, die wir auch als Haustiere kennen. Auch so manche Gottheit erscheint als Katze, Löwe oder mit ähnlichen Attributen. Und von all diesen ist Bastet als die große Katzengöttin der alten Ägypter bekannt. Und eben um sie geht es in diesem Video zur ägyptischen Mythologie. In dieser Folge sehen wir uns die Katzengöttin Bastet, ihre Eigenschaften, Mythen und ihre Rolle in der Geschichte und der ägyptischen Kultur an. Bastet, oft auch nur Bast genannt, ist vor allem durch ihre Erscheinung als Göttin mit Katzenkopf bekannt. Und eben auch als Göttin für diese Tiere wird sie oft wahrgenommen. Aber tatsächlich gehört weit mehr zu ihrem Charakter. In frühen Darstellungen erschien Bastet zunächst nicht mit einem Katzenkopf, sondern mit dem Kopf einer Löwin. Und in dieser Form, als Frau mit Löwenkopf, wurde sie im Alten Reich im 3. Jahrtausend vor unserer Zeit gezeigt und beschrieben. Und noch für lange Zeit wurde sie primär als löwenköpfige Göttin gezeigt und selten als katzenköpfig. Erst um das Jahr 1000 vor unserer Zeit, am Ende des Neuen Reiches und in der dritten Zwischenzeit, erhielt Bastet ihre Erscheinung mit Katzenkopf, als die man sie heute besser kennt. Dazu trägt sie meist ein Sistrum, eine Art von Rassel, die meistens mit Katzenköpfen dekoriert wurde, und so manche späte Darstellung zeigt auch Katzen zu ihren Füßen. Die genaue Bedeutung des Namens Bastet ist dann nicht sicher. Wörtlich könnte Bastet so viel wie die des Salbentiegels bedeuten, und der Name Bastet wird mit dem Symbol für ein Gefäß für Salben oder Parfüm geschrieben. Aufgrund dieses Namens wird ihr daher auch eine mögliche Verbindung zu Salben, Parfüm und guten Gerüchen zugeschrieben, und sie wäre auch die Göttin der Salben gewesen. Ihre Erscheinung in den frühen Jahrhunderten als Löwin zeigt eine zweifache Natur der Göttin auf. Auf der einen Seite ist sie eine durchaus wilde und gefährliche Beschützerin. Und als solche wurde sie vor allem als die Beschützerin der Pharaonen bereits in den alten Pyramidentexten genannt. In Texten des Alten Reiches wird sie als Bastet, Beschützerin der zwei Länder, also von Ober- und Unterägypten, genannt. Und in späteren Texten der 18. Dynastie werden die Feinde von Amhotep II. Mit den abgeschlachteten Opfern von Bastet verglichen. Ebenfalls zu dieser dunkleren und gefährlicheren Seite von Bastet gehört auch, dass sie mit Krankheiten und Seuchen verbunden wurde. Ihr wurde die Herrschaft über Geister und Dämonen von Seuchen und Krankheiten zugesprochen. Die Schlachter von Bastet werden in einer Reihe von Zaubern und Gebeten gegen Krankheiten als die Bringer von Seuchen beschrieben. Und damit ist Bastet eine weitere Gottheit, die über Seuchendämonen Macht hat und diese regieren kann. Dadurch hat sie auch die Macht, diese zurückzuhalten und ist eine heilende Göttin, die vor Krankheiten beschützen kann. Weitere Texte beschreiben dann auch noch, dass man wie ein Sohn von Bastet sein soll, um Krankheiten zu vermeiden. Damit wurde Bastet trotz all dieser Verbindungen zu Krankheiten auch nicht als eine böse Figur gesehen, sondern als eine Göttin, die durch ihre Macht über Krankheiten vor diesen beschützt. Auf der anderen Seite wurden ihr auch viele fürsorgliche und mütterliche Qualitäten zugeschrieben. In mehreren Texten wird sie als die Mutter und die Erzieherin des Pharaos angerufen, und mit Fruchtbarkeit und Müttern im Allgemeinen wurde sie verbunden. Besonders hier kamen auch beide Aspekte als die Beschützerin von schwangeren Frauen zusammen. Diese beiden Aspekte brachten Bastet auch stark mit anderen Göttinnen wie Sekhmet oder Hathor oder auch mit Mut in Verbindung. Sekhmet und Mut erscheinen ebenso als Göttinnen mit Löwenkopf und sind wilde Beschützerinnen, und ihnen wird ebenso Herrschaft über Krankheiten und Seuchen und dadurch auch eine heilende Macht zugeschrieben. Ein Text aus der 12. Dynastie beschreibt diese Nähe der Göttinnen Sekhmet und Bastet gut. Denn darin heißt es, dass der Pharao, wenn er seine Feinde vernichtet, Sekhmet ist. Und wenn er sein Volk beschützt, dann ist er Bastet. Hathor auf der anderen Seite verkörperte, ebenso wie Bastet, eine mütterliche Seite. Und auch zusammen mit Hathor wurde Bastet genannt. An der Fassade des Tempels von König Khafra in Giza aus dem Alten Reich wurden so nur zwei Göttinnen genannt. Hathor des südlichen Ägyptens und Bastet des nördlichen. Diese gemeinsamen Nennungen deuten klar darauf hin, dass alle diese Göttinnen sich stark überschnitten und auch von den alten Ägyptern durchaus in Verbindung gebracht wurden.
Es wurde erkannt, dass sie ähnliche Eigenschaften und ähnliche Verantwortungsgebiete hatten und wurden zusammen angerufen. Mit der Zeit aber entfernte sich Bastet zumindest von Sekhmet deutlich. Eben dadurch, dass sich um das Jahr 1000 ein Katzenkopf anstatt eines Löwenkopfes für Bastets Erscheinung durchsetzte. Diese Veränderung von einer wilden Löwin hin zu einer deutlich freundlicheren Katze ging auch mit einem freundlicheren Charakter für Bastet einher. Ihre positiven und friedlicheren Seiten wurden mehr betont und ihre Wächterrolle wurde weniger die einer wütenden wilden Beschützerin, die Feinde vernichtet, sondern eher die einer friedlicheren Katzenwächterin, die sich vor allem auf die Jagd nach Ungeziefer macht. Es ist eben die Rolle einer Katze, die durch das Fangen von Mäusen und anderen Schädlingen eine wichtige Schutzfunktion erweist, für die eben auch Katzen im Allgemeinen im alten Ägypten sehr hoch geschätzt wurden. Ebenfalls mehr betont wurde auch die Rolle von Bastet als Göttin der Fruchtbarkeit und auch Sexualität wurde als Thema dieser Göttin sehr betont und spiegelt sich besonders auch im Kult, aber auch in den Mythen von Bastet wider. Zunächst aber teilt sich Bastet auch ihre zentralen Mythen mit Sekhmet, Hathor und weiteren Katzen- und Löwengöttinnen. Ebenso wie diese wurde auch Bastet als eine Tochter von Ra und als Verkörperung des Auges von Ra und damit auch von dessen Zorn gesehen. Der entsprechende Mythos, dass das Auge von Ra die Form einer Löwengöttin annimmt und beginnt die Menschheit zu vernichten, wird allerdings nur Sekhmet und nicht Bastet zugeschrieben. Und je nach Version kann Bastet auch die Tochter von Atum-Ra oder Atum sein, der ebenfalls als Schöpfer-Sonnengott erscheint. In einem Sargtext wird sie sogar als die besonders mächtige, erstgeborene Tochter von Atum genannt, die dadurch besonders mächtige Schutzkräfte hat. Als Partner wird Bastet aber zugleich auch Atum-Ra zur Seite gestellt, manchmal aber auch der Schöpfergott Ptah. Und mit diesen hatte sie auch einen Sohn, den Löwengott Mahes, der mit Messern bewaffnet und berühmt für seine Kraft und Wildheit ist. Eben jene Wildheit verlor Bastet mit der Zeit aber, als sie von einer Löwin zur Katze wurde. Und auch dazu gibt es einen passenden Mythos, den sie sich aber erneut mit anderen Göttinnen wie Sekhmet, Hathor, Mut, Tefnut oder Wadjet teilt. Und der je nach Zeit und Region in Ägypten einer dieser Göttinnen zugesprochen werden konnte. Für Bastet kann der Mythos aber auf besondere Weise interpretiert werden, und zwar als die Erklärung, warum sie von einer Löwin zu einer Katze wurde. Es ist der Mythos der fernen Göttin oder auch der nubischen Katze. Dieser dreht sich grundsätzlich um das Auge von Ra, das eben als seine Tochter gesehen wurde. Und daneben Bastet eben auch andere Göttinnen als Tochter von Ra und als Verkörperung von dessen Auge gesehen wurden, konnten sie alle als die Göttin in diesem Mythos erscheinen und als solche gesehen werden. In dieser Geschichte ist es nun so, dass zwischen Ra und seiner Tochter ein Streit ausbricht. Die Göttin des Auges, in diesem Fall Bastet, wird unsagbar wütend und weigert sich weiterhin an Ras Seite zu bleiben. Voll Zorn stürmte Bastet schließlich als schreckliche Löwin davon und zog nach Nubien. Auf ihrem Weg vernichtete sie alles und jeden, den sie traf. Und auch in Nubien ging sie wütend um, wo sie als die nubische Katze bekannt wurde. Ra unterdessen war seiner mächtigen Wächterin beraubt und damit schutzlos. Aus diesem Grund schickte er schließlich, je nach Version, erneut verschiedene Götter als Boten nach Nubien, um sie davon zu überzeugen, zu ihm zurückzukommen und sich zu beruhigen. Unter ihnen sind Götter wie der Jagdgott Onuris, der Luftgott Shu oder auch der weise Gott Thoth. Und je nach Version müssen sie die wütende Bastet mit Bitten, Komplimenten und im Fall von Thoth vor allem mit weisen Geschichten und Ratschlägen davon überzeugen, wieder heimzukehren und ihren Zorn zu beruhigen. Eine Aufgabe, die sich in keiner Version als einfach erweist. Aber am Ende schafft es der Bote von Ra und Bastet beruhigt sich wieder und kehrt zu Ra zurück. Nach wie vor als eine starke Wächterin, aber nicht mehr als wilde Löwin, sondern nun als viel weniger wilde Katze, die deutlich weniger von Zorn erfüllt ist, aber dennoch ihre Tätigkeit als Wächterin ausführen kann. Neben der Interpretation dieses Mythos als Erklärung für die Transformation von Bastet von der Löwin zur Katze,
wird auch eine andere Interpretation häufig zu diesem Mythos gezogen. So wird ja hier eine wilde und gefährliche weibliche Göttin gezähmt und gezügelt und dann zu einer deutlich freundlicheren und sich unterordnenden Figur gemacht. Daher wird dies manchmal als ein Mythos im Sinne der Geschlechterrollen des alten Ägyptens gesehen. Als eine symbolische Zähmung der Weiblichkeit, die sich in die gesellschaftliche Ordnung einfügt, aber dennoch von Bedeutung bleibt. Als eine Version von Bastet wird dann oft auch die Katze interpretiert, die Ra in seiner Reise durch die Unterwelt zu verteidigen hilft. Aber eben auch Hathor oder Sekhmet werden als diese gesehen. Und nicht zuletzt wurde dieser Mythos verwendet, um auch all diese Löwengöttinnen zu verbinden. So werden die wilden Formen der nubischen Katze, die wütende Tochter des Ra, als Sekhmet und wilde Bastet gesehen, während die beruhigte Göttin, die zurückkehrt, dann als ruhige Bastet oder Hathor interpretiert wird. Somit konnte in diesem Mythos Sekhmet zu Bastet oder auch Bastet zu Hathor werden. Eine direkte Verbindung und Transformation von einer Göttin in die andere war möglich. Grund für diese starken Überschneidungen verschiedener Göttinnen und auch der Verbindungen zwischen ihnen war die lange Geschichte und die Regionalität der ägyptischen Mythen und Religion, in der es keinen geeinten Kanon und keine eine Version verschiedener Dinge gab. Der Mythos von Ras Auge, das ihn als wütende Tochter verlässt, war eine sehr alte Geschichte und weit verbreitet, und sie konnte eben je nach Region und Kult einer der Töchter von Ra zugeordnet werden. Ganz danach gerichtet, an welchem Ort und zu welcher Zeit welche Löwengöttin von größerer Bedeutung war oder einen wichtigeren lokalen Kult hatte. Ebenso konnte der Mythos als eine Erklärung für die Löwen- und Katzengöttinnen verschiedener Tempel dienen und deren parallele Eigenschaften verbinden und erklären. Das Verbinden und Gleichsetzen von Göttern war so durchaus üblich im alten Ägypten, und auch innerhalb einzelner Mythen konnten Götter verschmelzen, zu einer Figur werden oder sich wieder trennen oder sich auch ineinander verwandeln. Dass so in manchen Versionen aus Sekhmet, Bastet oder Hathor wird, oder auch dass Hathor als eine Figur wie Hathor Sekhmet oder Hathor Bastet erscheinen kann, war gar nicht einmal unüblich. Und für die Ägypter ein durchaus verständliches Konzept. Denn die Dinge, die diese Göttinnen repräsentierten, überschnitten sich nun einmal und dadurch konnten auch diese Göttinnen zu einer Figur werden oder sich verwandeln. Darüber hinaus gibt es zu Bastet allein noch eine ganze Reihe von weiteren Hinweisen auf andere Mythen. So berichtet eine Inschrift zum Beispiel davon, dass der Türkis, den man in Ägypten finden kann, das Blut von Bastet darstellt, das auf der Erde verteilt wurde. Und eine andere Legende dreht sich um Tabu-Ubu, die Tochter eines Priesters von Bastet, die aber eigentlich die Göttin selbst in Verkleidung ist. In diesem Mythos tritt Bastet so in der Gestalt einer sterblichen Frau auf und trifft Prinz Setna, der die Götter zuvor beleidigt hatte. Und er verliebt sich sogleich in die wunderschöne Frau, hinter der sich Bastet verbirgt. Tabu-Ubu nutzt das sofortige Verlangen des Prinzen Setna aus und verführt ihn noch weiter. Und sie überzeugt ihn davon, dass wenn er sie haben will und mit ihr schlafen will, er erst all seinen Besitz an sie überschreiben müsste. Und nachdem er das getan hatte, überzeugte sie ihn sogar noch davon, dass er seine Kinder für sie töten solle und sie an die Katzen und Hunde der Straßen verfütterte. Und dann, nachdem er all dies getan hatte, glaubte der Prinz endlich, seine schöne Liebschaft haben zu dürfen. Aber als er sie umarmen wollte, fand er sich plötzlich nackt mitten auf der Straße wieder. Tabu-Ubu, die schöne Tochter des Bastet-Priesters, war plötzlich verschwunden. Und Prinz Setna hatte alles umsonst verloren. Und eben diese Wendung am Ende und das plötzliche Verschwinden von Tabu-Ubu legt nahe, dass sich hinter ihr in Wirklichkeit die Göttin Bastet verbarg, die hier Setna für seine Beleidigung gegen die Götter bestrafen wollte. Durch diesen letzten Mythos wird zugleich aber auch die oft sexuelle Assoziation von Bastet und ihres Kultes besonders betont. Und tatsächlich war der Bastet-Kult besonders für Fruchtbarkeit und Sexualität berühmt. Das wichtigste Zentrum ihrer Verehrung lag im nordöstlichen Delta, in einer Stadt, die nach ihr Bubastis benannt war, was so viel wie Haus der Bastet bedeutet. Aber auch an anderen Orten, wie zum Beispiel in Theben, wurde Bastet verehrt. Die Feiern für Bastet in Bubastis waren in der Antike nun besonders berühmt.
Und der griechische Schreiber Herodot meinte, dass das Fest für Bastet das kunstvollste und ausschweifendste von ganz Ägypten war. Er beschreibt, dass große Menschenmengen dann zum Tempel kamen, wo es gewaltige Festmähler mit viel Musik und Tänzen gab. Besonders die Sistrumrasseln wurden für die Göttin gespielt. Und diese Feste wurden auch sehr wild und es wurde viel getrunken und Herodot beschreibt die Tänze als besonders zügellos. Frauen sollen während dieser Feste völlig frei und von allen gesellschaftlichen Grenzen und Normen befreit gewesen sein. Besonders sie sollen sich auch betrunken haben und ihre Tänze sollen besonders aufsehenerregend und oft auch sehr sexuell gewesen sein. Trotz dieser starken sexuellen Assoziierung des Bastet-Kultes verwendet Herodot in seiner griechischen Interpretation der Göttin aber den Namen Artemis für sie und verbindet sie damit mit der jungfräulichen Göttin der Jagd. Diese Interpretation hielt sich auch im griechischen und römischen Raum und vermutlich konnte sich Artemis auch noch bei Ovid gerade deshalb auch in eine wilde Katze verwandeln. Aber auch die Beziehungen von Katzen zu Bastet wurden besonders bei ihren Tempeln ausgedrückt. So bestatteten die Ägypter oft Katzen sehr aufwendig und mit allen Ehren, wie man es mit einem Menschen machen würde, um die Verehrung und den Respekt für diese Tiere auszudrücken. Ganze Friedhöfe für Katzen lassen sich nachweisen und viele davon liegen eben bei Tempeln von Bastet. So spielte Bastet am Ende eine sehr große und wichtige Rolle für das alte Ägypten, auch als Herrin der Katzen, die so hochgeschätzt wurden und die im Tod praktisch der Göttin zu Füßen gelegt wurden. Und damit war schon aus diesem Video zur Mythologie des alten Ägyptens. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patrons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Video zur Mythologie, Literatur und Geschichte.